Oh, what a relief. You worry too much, Noel. Kupo. Kann deine Panties sehen. Ja, aber du willst nicht wissen, was Kupo eigentlich heißt. Penzu. Noel is in himself these days. I wonder if it's because he can't remember the future. No one wants to think they'll forget something that's important. Ah. Er kommt ja aus der Zukunft, das wissen wir. Er kommt ja irgendwo aus der Zukunft. Er ist ein großes Enigma. Yay. Gott, diese Scheißmusik. Komm mal. Hey. Das ist doch. Erst Nier Automata mögen, wo es Lyrics gibt, und dann das Scheiße finden. Ja, ne? Das ist doch wirklich. Plötzlich ist die eine Musik gut und die andere schlecht. Eine Musik gut finden, andere Musik kritisieren. Immer dieses Flip-Floppe. Ich mag Musik. When you get mad, you sure do remind me of your sister. Kein, also wirklich überhaupt nicht. Nee. Ich meine, sie hat gerade mal irgendwie so gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Das war nicht gut. Aber Lightning war ja so ein. So, jetzt mal wieder in ein interessanteres Gebiet. Oh, aufregend. Wo geht's hin, Tom? Das sind aber wirklich immer die guten Stellen bei so einem RPG, wenn es so ins nächste Areal geht. Wüste. Ich glaube immer noch, also spielerisch und vom Szenario her ist Final Fantasy 13 echt cool. Nur halt die Story ist so unglaublich unerträglich. Ja, wir gehen wieder zurück in die Stadt, aber diesmal nicht in die postapokalyptische Nachtversion, ach so, sondern, in wieder in die Zukunft, wo halt. Ja, the protofoul sea that threatened academia is no more. Hope geschrien durch die Zeit. Ja, wie dumm. The people have built a society with their own hands, using technology of their own devising. However, the day when Cocoon is prophesied to fall is drawing closer. The academy has put into motion an ambitious project to avert the catastrophe. Bin gespannt, warum die in 400 Jahren noch leben in der Zukunft. Hope und Alyssa. Diese schön maskierte Ladezeit. Wow, wow, wow. Wie lange wollen wir heute noch spielen? Ja, drei Stündchen. Du musst den sagen, du weißt. Wie hat man denn hier gespeichert? Ich kann jederzeit. Jederzeit? Ja. Okay. Ich kann Start drücken und safe machen. Lass uns zumindest noch angucken, was hier passiert. Was so die nächste Mission ist. Ja. Sollten wir sehr schnell erfahren. Das dauert wirklich echt lange. Ja, ich hätte gedacht, das wäre deutlich verkürzt auf der Xbox One. Same. Aber naja, für das Grafik-Upgrade nehme ich das gerne in Kauf, weil das hätte deutlich schlechter ausgesehen. Guck mal, da hinten ist Cocoon. Did you see it? Mhm. Habe ich hier was los? Ja. We did it. We actually did it. So ein richtiges fünfte Element statt. Mhm. I think you must be happy now. Nee, nicht ganz so dunkel. Das ist Geräusch. Das sind die fliegenden Autos. Bisschen laut vielleicht. Ja. Oh je. Hau ihn. Ja, komm, voll vor die Fresse. Der fällt leider runter, ist tot. Das ist doch sonst nicht im Spiel so. Was denn? Mit dem Sound? Nö. Hä? Please come by my headquarters when you get a chance. You're guests of the academy. Wie wir das immer noch genau das gleiche Gesicht hat, ne? Alyssa? Ich finde, das sieht nicht so richtig viel älter aus. Aber irgendwie dann doch viel älter, weil er so viel größer ist. Das war eine sehr leidenschaftslose Begrüßung. Wenn man bedenkt, dass die 390 Jahre auf uns gewartet haben, nachdem sie uns gehört haben durch seinen Raum, wie wir in Hilfe gerufen haben. Warum haben sie uns das nicht gesagt? What about that one? Hast du mich angeguckt? Bin ich das Bild? Der MI-Building? Ungeschickter Bildübergang. Darf man da noch hin? Das ist halt. Ja, man hört hier echt nicht mehr. Das ist doch. Soll das wirklich die Stadt sein? Ja, ja, ist das nicht das Zeitreiseding, was fehlerhafterweise noch an ist? Das sind die. Das ging gerade los, als die Autos kamen. Okay. Oh. Oder? Kommt sie da nicht hoch? Kannst du dich nochmal kurz umdrehen? Den NPC. wie geht das? Also ich muss sagen, das sieht doch wahnsinnig gefährlich aus. Irgendwie. Stell dir mal vor, du trittst mit einem Fuß auf den einen und den anderen.
guck mal, der da hinten. Du bist einfach ein Zweig. Help! Oh boy. Und die spawnen da auch. Ja, ja. Oh boy, oh boy. Okay, darf man nicht zu sehr hingucken. Was ist das hier? Wir wissen jetzt gleich, wenn wir reingehen und das Geräusch immer noch ist, dann wissen wir, dass es... Nee, will ich nicht. Das ist ein Lore-Dings. Okay, das können wir doch mal reingehen. Was? The 13th, soll ich mal? Ja, mach mal. The 13th Arc is an ancient Grand Pulse military facility capable of sustained self-levitation. The floating fortress is currently deserted and a number of Academy research teams have been sent inside to investigate. Ich weiß, wo wir hin müssen. Yep. Horror... Scenario incoming. Scientists are primarily interested in the mechanism that allows the Ark to remain afloat without a constant supply of power from the Falz Sea. The purpose of the facility remains unclear. Some theories posit that the Ark was in operation during the war between Pulse and Kaku. Können wir kurz wertschätzen, dass in diesem Kernplot irgendein Weg gefunden werden muss, damit Kaku nicht runterfällt? Ja. Und wir sind jetzt in die Zunge gefroren und original eine vorher noch nie erwähnte. Es gibt eine Flying Fortress. Die könnte irgendeine Maschine haben, die Dinge in die Luft hält. Das ist wirklich Writing, da muss man einfach mal sagen. Chapeau. You ever heard of it, Noel? No, it was never mentioned in the histories. Not in the future I came from. We might be getting close to the true timeline. Vor allem, was ist das für eine Technologie, die die hier haben? Weil diese Stadt ist ja ein technologisches Wunder mit fliegenden Autos. Mhm. Aber die werden doch gerade nicht mehr von einem Falsi gehalten. Nee, aber das haben sie ja gerade gesagt, dass das alles einfach von Menschen gebaut wurde. Ja. Und die wundern sich, dass es eine schwebende Festung geben kann? Guck dir mal an, wo wir drin sind. Ja, das ist kein, also, jetzt nicht der, naja, ich glaube, die Sache ist, dass es halt einfach so was Großes ist, was rumschwebt, weil die wollen ja auch ja, Kukun, ganz Kukun oben halten. Aber grundsätzlich ist das ein guter Einwand. Weil ich so einer Gesellschaft hier muss doch mal die Idee gekommen sein, was ist denn, wenn wir an Kokun und ein paar Raketen ranschneiden? Ich wollte gerade sagen, das ist das große Problem, wenn jemand Just Cause gespielt hat in der Zukunft. Ja, genau. So ein paar Luftballonsrad. So einfache Lösung. Problem gelöst. Ein paar Kühe dran dran pappen und gut ist. Da. Oh Gott. Also perfekt ist die Frame Rate immer noch nicht. Ja, das ist halt die Engine, die einfach nicht hierfür gebaut ist. Nee, wirklich nicht. Dieser Gang ist mehr als ein Meter breit. Error. Abort Operation. Aber wir bauen gerade ein Open-World-Spiel. Was macht ihr? Boah, geil, ein Gold-Casino-Ticket bekommen. Endlich. Das waren die Autos. Ja, tatsächlich. Nur sehr schlechtes Sounddesign. Aber das ist so vom Art-Design ist das alles echt ganz blöd. Naja, das kann man sich gut angucken. So, wir laufen mal direkt zu Hope, ignorieren den Rest. Alles sehr groß. This is fun! Ja, hat jemand kompensiert? Ja, hoch halt, ne? Stimmt. Nein, absolut nicht. Ich meine, mein Final, bitte? Was ist denn Brain Quiz, Blast? Haben sie gesagt. Achso. Mein Final Fantasy Wissen ist top, ich würde alles antworten können, but I do not want. So. Jetzt erfahren wir, was wir demnächst tun müssen. Auch das sieht sehr gut aus. Was ist das denn hier? Ja? Research Bibliothek? Facility. Hier wird krass geresearched. Grün ist ja auch die Forschfarbe. Forschmann. Kennt man ja. Die Farbe der Forschmann. Die Forschmann. That's how they got here. Back in 13 AF, Hope devised a plan to build an artificial Time Falsi. It was called the Proto Falsi Project. He wanted to use the new technology to re-levitate Cocoon. Wir sehen da hinten Leute levitaten übrigens. Ja. Ich dachte, okay, eben. Was, ja, vorwärts fliegen mit einem Raumschiff ist ja was anderes, aber sie levitaten da ja wirklich. I saw you fighting the Proto Falsi and I saw you screaming out at me. Your machines are driving me nuts. Well, I was getting pretty ticked off by that point. Sie haben es nochmal erklärt. Auch wenn das nicht, das ist trotzdem dumm. Ja. And eventually abandon it. Okay, you saw Sarah getting mad at you, so you canceled your project and then poof, the Proto Falsi disappeared. Is that about right? We didn't destroy it so much as it never existed in the first place. Wenn wir nicht geschrien hätten, hätte er nur gesehen, wie wir gegen ja, seine Kreatur kämpfen. Sterben. That seems fine. Das basiert ja nur auf dem Zufall, dass er zugeguckt hat. Yeah. It would have been just like how it was on the old Cocoon. We realized we couldn't let that happen. We had to levitate Cocoon using only human technology. Right. Not to mention that if you had kept with the original plan, your machines would have killed you. Really? Then we owe you our lives. Thank you.
funny. You lose your temper and the whole future changes. Plot. So, I bet you're dying to know how he came to the future, huh? Kinda. You've heard about the time capsule we used? It's a device that slows down time only for its occupants. The effect is caused by the creation of a powerful gravitational field and, well, essentially we just slept as the outside world flashed forward into the future. Sure. This capsule of yours, it can't take you back. Welt 13, würdest du nochmal... And considering it broke down after a single use, I doubt it'll prove to be a popular method of time travel. You risked your own life for the sake of Cocoon. Oh, the director was there with me. Hey, Sarah. After coming to the future myself, I think I understand how you must feel. The Academy has welcomed us with open arms, and we can research as we always have, but... Sometimes I get these terrible anxiety attacks. Alyssa... Please, Sarah, you have to let me apologize for the way I treated you in the past. Maybe you can't forgive me for that, but I hope as fellow time travelers, we can face the future on friendly terms. Alter, wie soll ich noch? Was macht der Muggel da? Ich. Oh. Oh, zuckelt da lang. Hätten wir noch alle direkt in den. Oh no. Oh no. Und der Muggel klippt am Dings. Oh, ihr seid solche Arschlöcher, ihr zwei geht aber weg. We've discovered that the Ark's reactor is powered by an ore cluster, known as the Graviton Core. So ein Zufall. By collecting these, there's a possibility that the new cocoon will be up in the sky. Das habe ich in meinem Test sogar erwähnt. Echt? Als diese offensichtlichste, also so funktioniert das ganze Spiel und das ist so ein schönes Beispiel. Wir wollen das, was floatet. Oh, wir haben einen Floating Stein gefunden. The 13th Ark, for example, requires a single graviton core. We're going to need multiple cores that we can't seem to find. Need a hand with the search? If there's one thing we're good at, it's looking for weird objects. We could use the help. With you two on the case, we'll have those cores in no time. I'll put together some data on graviton cores. Jetzt bin ich umdrehen. Graviton cores. Collect all the graviton cores required to levitate the new cocoon. The scientists at the academy need you to bring 5 different graviton cores. Try asking at the front desk of academy headquarters for information on where to begin your search. Once you have the cores, return to academia and deliver them to Alyssa. Fucking fetch quest. Nee, das sind ja graviton cores, keine Gegenstände. Also es hat nichts mit fetch quest gemein. The director is inventing a new device. A graviton core. Können wir in die Zukunft reisen, wo wir die schon alle haben? A paradox weapon. Ich meine, wenn die in neuen Gebieten sind, man währenddessen halt eine weitere Story erlebt, ist es eigentlich genau das gleiche, was wir bisher auch gemacht haben. The man who appears in the Oracle Drive recordings. The war has already begun, and we're fighting to protect the future itself. A battle to the end against Caius. But, Director, didn't you say you were missing a certain material? A Chaos Crystal. It's a solidified chunk of Paradox energy. Chaos Crystal. But according to the data, it doesn't exist in this time period. Well, hey, you've still got us. And we've got the Historia Crux. That was I knew I could count on you. Once you've found the crystal, I can build you a prototype. Dann kriegen wir einfach so eine AK-47, die Paradoxe verschießt. Alter, wie oft kann ich da noch mit dir reden? Jesus Christ. Wie du gerade rückwärts ins Bild ist. Okay, es war nur das. Wir dann beim nächsten Mal ein paar Graviton-Cores sammeln, lieber Tom. Also das ist wirklich dieses... Da hätte ich gerne mal so ein Behind-the-Scenes, was man nie kriegen wird. Wo diese Inkompetenz mal
einfach nur so richtig dargelegt wird, wie das alles entstanden ist hier. Mit Final Fantasy 13 und 13.2 und der Story, die da entstanden ist und was das für Autoren sind. Ja. Und was finden die sind, was das gibt's ja bestimmt schon Interviews mit denen, was die so finden, was gute Geschichten sind. Ich garantiere dir, dass die alle David Cage-Spiele lieben. Das mache ich jetzt nicht als random Beleidigung, sondern das wäre das würde für mich sehr viel Sinn ergeben. Ja, aber Yoko Taro mag die ja auch. Ist das so? Ja, der hat ja auch gesagt, er mag Detroit. Ja, aber wie sehr es mag, ist natürlich total. Aber war das bei ihm nicht wieder aus dieser Show-Choosing so viele Möglichkeiten? Das hört man ja öfter. Das kann sehr gut sein, ja. Ja. Sverry hatte auch Detroit auf seiner Game of the Year-Liste als Spiel, das besser hätte sein müssen, als es war. Das habe ich sehr gemocht. Fand ich tatsächlich ziemlich gut. Ich glaube, das war's. Irgendwie sowas war es, sowas ähnliches zumindest. Ja, Tom. Ich weiß, was ich machen werde. Ich werde mal gucken, ob die Graviton Cores einfach nur in allen Gebieten sind und das nur so ein Fetch-Quest ist, wo nichts passiert. Oh. Und dann mache ich das mal so. Okay. Und wenn das was Neues ist, dann machen wir es okay. In der Aufnahme. Das klingt ganz gut. Ist das nicht ein guter Deal? Yeah, aber auch, weil es klingt halt voll wie so eine Quest, wo man halt erst, ja, hier sind 10 Stunden. Genau, wo es erst weitergeht, wenn man das alles hat. Ja, also das ist ja auch der Fall. Aber wenn es halt neue Gebiete sind und so, dann. Ja. Warum kann ich da nicht hin? Das ist doch so scheiße. Zu diesem Schweben. Ja. So we do have a defined location where a team can start looking. But it's just. Irgendwie verwirrt mich dass die Rezeptionistin mir das erklärt. Sounds like a job for us. It's kind of in a different time. Show me that data. Graviton Core Regions have been. Ja, das ist das erste Gebiet. Dann mache ich das mal. Okay, unabhängig von der Aufnahme. Abseits. Vielleicht mache ich das vielleicht direkt mal. Mal gucken. Aber speichere mal nicht, dass dann doch irgendwas passiert. Ach so, ja, für euch ganz storytechnisch. Natürlich sowieso. Ich muss auch sagen, wenn du hier mal, genau, lest es dir mal kurz durch. Graviton Core's readings have been detected somewhere in the area of New Bodom on Grand Pulse. Resonance imaging puts the date at 3 AF. No records exist, of course, in this area, so we believe space-time anomalies must have kept the object hidden from contemporary detection. Warte mal, da. Graviton Core readings have been detected somewhere near the area of New Bodom on Grand Pulse. Resonance imaging? Puts the date, aber es gibt keine Records, dass das jemals da gefunden wurde. Deswegen. Okay, alles klar. Versteckt irgendeine Anomalie, das aber genau da. Also, wir sehen ja auf dem Screenshot, wo ja, der ist. Ja, ja, ja. Ich will the time and bring it back. Oh, wir sehen sie alle direkt. Oh ja, stimmt. Interesting. Ja, das wären dann alles bekannte Gebiete. Ja, sein, ja. Oder? Die kennen wir alle. Ja, 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 ja. Das ist wirklich unfassbar scheiße. Wow, ja. Das ist eine Nebenquest. Das habe ich auch komplett vergessen. Ja, ja, das, aber das mache ich dann. Mit gutem Grund. Das sind noch mehr als 5, oder nicht? Sind das nicht schon 7, die wir haben? Wahrscheinlich. Vielleicht nicht. Kannst du dir aussuchen, welche. Ja, das kann gut sein. Future, but it still needs our help. I bet we can find that ore. They need a way to lift the new cocoon into the sky. And we can help them do it. Maybe that's why we've been brought here. Reiterating. That's what just happened, remember? Ja, was ich nur sagen wollte. Ja. Nee, bleib mal hier. Ach genau, speichern kannst du ruhig. Ich finde, dieser Raum oder generell so ein paar Sachen stehen ganz gut stellvertretend für das optische Design von 13.2 im Vergleich zum sehr durchdesignten 13, mhm, wo es aber nie wirklich was zu exploren gibt. Aber auch diese Rezeptionsarea, guck mal, wie riesig das ist. Ja. Wie viel Platz diese eine Frau da hat und dann. Nee, hier sind nicht mal andere, ne? Also im Idealfall sollten hier, glaube ich, auch noch Frauen stehen. Ja, guck mal, aber der auch wartet da, auch. Die haben ja keine Sitzplätze oder sowas. Das sieht nicht aus wie etwas, das in irgendeiner Welt tatsächlich existieren kann. Das ist viel zu groß und hat so eine ungemütliche Textur da unten. Wenn du da so reinguckst, ist auch schlecht aufgelöst, aber das ist ja ein technischer Grund. Was so verhindert, dass so eine Welt wirklich glaubwürdig wird. Sie kann, hübsch, sie nicht, sie kann hübsch aussehen, aber sie ist alles andere als glaubwürdig. Weil das ist tatsächlich sehr hübsch, aber glaubwürdig ist sie nicht. Nein, da würde ich dir völlig zustimmen. So, ich habe einen Job. Du hast einen Job. Ich werde ihn durchführen. Und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann wieder hier. Bei Final Fantasy 13.2. Was eine aufregende Zeit, in der wir leben.
Tschüss.